Football's coming home or staying at home. In Dortmund, es geht heiter weiter in der Euroleague. Der nächste englische hochkarätige Gegner, es wird nicht leichter, der FC Chelsea steht vor der Tür. Aber wir haben in dieser Saison erst ein einziges Spiel verloren, das war im DFB-Pokal. In der Liga noch ungeschlagen, im letzten Part haben wir allerdings dreimal unentschieden gespielt. Das soll nicht so bleiben, ins Einzeltraining schicke ich einfach mal den Mihai. Vor dem Hinspiel müssen wir kein Elfmeterschießen trainieren, wir üben mal wieder leicht die Kondition. Wir machen ein bisschen Radfahren, ja, die Werte, frisch, wir sind eigentlich relativ frisch, können man auch ein bisschen härter die Kondition trainieren, aber in der englischen Woche lasse ich es vielleicht doch lieber so. Pressing sollte ein bisschen geübt werden, das machen wir direkt einfach mal zweimal. Und dann üben wir noch ein bisschen Kopfball, Balltechnik, Überzahlspiel und Zweikampf. So, gegen Southampton war es ja richtig knapp, aber es hat ja richtig gut funktioniert. Ist der Steiner eigentlich so unmotiviert, nur weil ich ihn jetzt ab und zu mal einmal auf die Bank gesetzt habe. Ja, da hatten wir auch das Heimspiel zuerst. Jetzt haben wir wieder zwei Heimspiele in einer Woche. Gucken, ob wir wieder 160.000 verkaufte Tickets in einer Woche quasi einlösen lassen. Hier wird wieder mit All Hands on Deck agiert in der Europa League. Und dann gönnen wir uns wieder englisches Frühstück in 14 Tagen in London. So, Buckingham Palace mit Schulz. Der hat auch Mr. Bean vielleicht treffen, falls er noch aktiv ist. So, im Jahr 2081 nicht selbstverständlich, aber die meisten Prominenten, die wurden ja mittlerweile so wie das früher bei Futurama dargestellt wurde, konserviert. So, wir spielen jetzt gegen Chelsea. Dass der Vardy wieder da ist, bringt uns auch Flexibilität rein. Ich denke, das hier ist die beste Formation, die wir aufbieten können. Mit der werden wir auch agieren. Sondersiegprämie gibt es sowieso. Wir spielen mit erhöhtem Einsatz. Ansprache schenke ich mir. Ich hätte mal den Rasen pflegen können. Ausverkauft mal wieder knapp 3000 Gästefans, die auch, ja, wie man es erwartet hat, die den Kiosken ein gutes Geschäft beschert haben. Daily Turbson tippt 2:0 auf uns. Das wäre das perfekte Ergebnis. Und ja, mal wieder kein Gegentor und ein Sieg. Das wäre doch erste Klasse. Eine erste Sahne. Und ich bin jetzt schon wieder so wahnsinnig nervös. Los geht's. Und glattrot für Mihai, der hat doch schon mal glattrot gesehen. Wegen Meckerns muss man in der vierten Minute wegen Meckerns glattrot zeigen. Schon der zweite Platzverweis für Mihai. Und jetzt sind wir fast 90 Minuten in Unterzahl. Wir spielen ja sowieso mit 150% Einsatz. Ja, da muss jetzt jemand rausgehen, dann geht dann der Moore runter. Aus taktischen Gründen, Mendes kommt rein. Jetzt müssen wir hier die ganze Zeit in Unterzahl agieren. Und der Mihai muss mal ein bisschen aufpassen. Schon zwei glattrote Platzverweise innerhalb von, ja, wenigen Wochen. Wir nehmen die offensive Spielweise jetzt erstmal raus. Und wir gehen trotzdem in Führung. Lukas Steiner, ja. Steiner mit dem ersten Tor hier im internationalen Geschäft. Wir führen in Unterzahl. Wir haben ja auch gegen den FC Bayern in Unterzahl gewonnen. Jetzt ein Eckball. Ilyev. Schmidt kommt frei zum Kopfball und in die Arme von Strisu. Schaffen wir es trotzdem, dass die Null stehen bleibt. Kovacic klärt zur Ecke. Eckball von links für uns. In Unterzahl. Das gibt's doch gar nicht. Steiner jetzt hoch vor das Tor, aber soll uns recht sein. Und Reintaler kann klären. Meine Güte. Das ist wieder ein Spiel hier. In der ersten Halbzeit, wir führen 1-0. Trotz, dass wir hier einen Mann weniger haben. Mihai wird uns natürlich im Rückspiel fehlen. Der muss mal langsam hinterfragt werden mit seinen ganzen glattroten Karten. Wobei ich auch meine, wegen Meckerns glattrot zu zeigen, wirkt etwas übertrieben. Ich habe ja nicht genau gehört, was er gesagt hat. Aber naja, so Steiner bekommt ein Lob, verspricht noch besser zu werden. Macht konzentriert weiter so. Mir wieder ein 1-0. Steiner zieht ab. 2-0 wäre doch perfekt. Er schießt genau auf den Keeper und der packt sich ja zu und leitet direkt den Konter ein. Da ist Rötter, der kommt an den Ball, startet Richtung Tor. Drachmann versucht ihn 1-0 und kann ihn tatsächlich vom Ball trennen. Leute, ich habe doch eigentlich gesagt, wir sollen nicht offensiv spielen, aber es scheint ja zu funktionieren. Dann macht mal, wenn ihr es besser, wenn ihr meint, es besser zu wissen, dann macht mal. So, ich bringe mal Vardy auf die Linksverteidigerposition für Simon. Steiner nimmt den Ball mit. Der Steiner ist überall. Er wird von Malasia gestoppt. Vardy nimmt den Ball mit. Schmidt schaut nur zu. Schuss und Gardner kommt noch irgendwie dran. Wehrt den Ball nach außen ab. Keiner setzt richtig nach. Und der Ball trudelt zur Ecke. Wir führen immer noch 1-0. Eckball von links. Jetzt ein 2-0. Das wäre doch echt perfekt. Steiner dreht das Ventil nach unten. Schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Da ist auf den Kopf von Ogbu. Da haut schon rein. 2-0. Perfekt, perfekt, perfekt. Steiner, der ist überall.
und hat überall seine Finger und seine Füße mit drin. So, für Tahiri kommt Philippe Poteau. Der hat heute nicht den besten Tag, der Tahiri. So, dreimal gewechselt. Schabat, es spielt einmal weiter offensiv. Es sieht perfekt aus. Jetzt, wenn wir zu Null spielen, dann können wir doch wirklich sehr optimistisch sein fürs Rückspiel. Ogbu sieht nochmal gelb. Jetzt nicht noch einen Platzverweis kassieren. Jetzt nicht noch das 2:1 kassieren. Dass wir hier überhaupt in Unterzahl gewinnen, ist ja schon große Klasse. Mendes köpft den mal weg. Kann klären. Und wir gewinnen 2:0. Ich habe es gesagt, das ist das perfekte Ergebnis. Da hat der Terpsen auch richtig getippt. 85 Minuten, 86 Minuten in Unterzahl gespielt. Trotzdem 2:0 gewonnen gegen Chelsea. 2 Millionen Euro Fernsehernahmen. Nochmal 2,6 Millionen. 2,62 Millionen sogar. Ticketeinnahmen. Steiner der beste Spieler. Ein Tor, eine Vorlage. Spiel bekommt die Note 4 mäßig. Und Sky 66% Einschaltquote. Sexy Quote hier. Und ja, das perfekte Ergebnis für das Rückspiel. Entschieden ist natürlich auch noch nicht alles, aber es gilt wieder dasselbe. Diesmal noch viel mehr. Mit einem Tor können wir die Londoner schon vor ganz große Probleme stellen. Da müssen die nämlich 4 schießen. So, können wir uns jetzt auch mal einen Pilz genehmigen hier. Würzburg spielt 1:1 gegen Motherwell. Ah, und das in Unterzahl. Meine Güte. Ingolstadt verliert 1:3 gegen Aberdeen. Damit ist Ingolstadt schon mal aus der Champions League draußen. Stehen zumindest noch auf Platz 3. Könnten zu uns runterrutschen in die Euroleague. Ist schön hier. Wir haben Kekse und Bier. Dresden gewinnt 2:0 gegen Fenerbahce. Steht auf Platz 2. Wolfsburg spielt 0:0 gegen Velenje. Und Köln verliert 3:2 gegen Bielina. So, schaffen wir es auch in der Bundesliga, ungeschlagen zu bleiben. Wir spielen gegen Klautern. Die stehen auf Platz 17. Und ich gebe auch mal wieder dem jungen Matai hier die Chance zu spielen. Auch sonst wird hier mal ein bisschen fleißig gewechselt. Udai spielt mal wieder mit. Aber der Steiner ist gerade so gut drauf. Den können wir nicht rausnehmen. So, Gnangdong kommt nochmal rein für Sissoko. Gyamfi kommt rein. Oder ich gebe doch einfach mal wieder einem jungen Mann hier die Chance. Der Katsio, der darf einfach mal spielen. Warum nicht? Schaschenko geht auch mal auf die Bank. Verteinen. Und Mendes spielt mal von Beginn an. Mihai, der darf in der Bundesliga weiter mitwirken, hat sich aber dennoch hier erstmal einen Denkzettel verdient. So, wir spielen gegen Lautern. Irgendwann werden wir, und schon wieder 160.000 Tickets in einer Woche hier am Schalter einlösen lassen. 3000 Gästefans. Der erste gegen den 17. Ah, wir müssen gewarnt sein. Irgendwann reißt auch jede Serie. Es soll nicht hier und heute sein. Birdie Fuchs tippt jedoch darauf. Er tippt 2:3 auf Kaiserslautern. Ja, die Wettquote ist jetzt natürlich gut. Für alle, die auf Kaiserslautern tippen, kann man viel Geld mit verdienen. Aber wir wollen hier den nächsten Heimsieg. So, Viertelstunde rum. Es ist noch nicht viel passiert. Katsio hier. Der freut sich natürlich auch über die Spielzeit. Auf Tahiri. Mit so einem Kader kann man sich natürlich auch mehr erlauben, da auch mal punktuell einzelne junge Leute reinzuschmeißen. So, Mertoglu steht genau richtig, hat den Ball. Tollefsen gegen Katsio. Geht an ihm vorbei. Tollefsen hat freie Schussbahn und nutzt die Lücke. Gewaltschuss aus 28 Metern. Und der Ball ist drin und wir liegen hinten. Das war ein Sonntagsschuss, ein Knaller. 1:0 für die Roten Teufel. Eckball jetzt von der rechten Seite. Kangma auf den Elfmeterpunkt. Fallrückzieher Barisic schon wunderbar. Prima gemacht. Das muss man leider so zugeben. Das war das Tor des Monats. Gelbe Karte für Katsio. Wir liegen 2:0 hinten. Meine Güte. Subaidat. Also das kann uns jetzt hier gar nicht schmecken. Da wäre auch die Tabellenführung gerade mal weg. Gnasenmüller jetzt. Steiner geht mit. Holt aus. Gewaltschuss und kein Problem für den Keeper. Der hier bisher gar nicht gut aussah. Jetzt Mohr gegen Gnasenmüller. Können wir wenigstens hier noch einen Anschlusstreffer vor der Pause erzielen. Gelbe Karte für Gyamfi. Wir liegen 2:0 hinten. Gerade der Keeper sieht auch richtig schlecht aus. Dann hat er auch mal Kritik verdient. Er nimmt sie sich sehr zu Herzen. Wir müssen den Einsatz erhöhen. Ich möchte den Keeper jetzt nicht unbedingt rausnehmen. Katsio geht auch mal raus. Für ihn kommt Sissoko rein. Was heißt auch? Er geht mal raus. Ja,
die Schmeißfliegen anzukotzen. So, Steiner mit der Flanke in den Strafraum, das sieht gefährlich aus und Barisic klärt zur Ecke. Ein schneller Anschlusstreffer wäre jetzt doch mal schön. Hoffe, der junge Katzjau fühlt sich jetzt nicht zu sehr demontiert, dass ich ihn jetzt hier als einzigen rausgenommen habe. Steiner, der ist überall. Kein ungestört mitten im Spiel nach links. Simon gegen Fellhauer Richtung Strafraum. Schaut auf den Flügel. Und der Pass ist zu ungenau. Und Drachmann hat sich verletzt. Und das sah nicht gut aus. Oh, Achillessehnenabriss ist der erste. Die Diagnose auf den ersten Blick. Und dann wäre die Saison für ihn wahrscheinlich schon halb gelaufen. Udalji kommt für ihn mal rein. Und ich wechsle dann auch nochmal und bringe Wadi für Ogbu. So, das haben wir dreimal gewechselt. Können wir hier nochmal zurückkommen? Oder wird das die erste Niederlage der Bundesliga-Saison? Gegen Ausgang gehen den Tabellen 17. Santos kein Abseits. Zubaidat stoppt das Leder. Flankt aus dem Stand in den Strafraum. Kein Abseits. Knasenmüller. Lautern ist ja auch bisher drückend überlegen. Auf Suarez wird aufgelegt. Was für ein Schuss. Und der Ball ist drin. 3-0. Das ist dann wohl die Vorentscheidung. Aber hier ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Wenigstens noch was für die Tordifferenz hier tun. Gelbe Karte für Steiner. Und Steiner trifft zumindest noch zum 1-3. Und wir verlieren. Das ist die erste Niederlage der Bundesliga am 10. Spieltag. Meine Güte, irgendwann passiert es. Dass es jetzt gegen den 17. passiert, ist dann halt so. Wir haben rotiert. Irgendwann muss man auch mal verlieren. Das ist, da geht die Welt jetzt nicht von unter, auch wenn die Tabellenführung weg ist. Der Achillessehnenabriss von Drachmann, der wiegt da schon sehr schwer. Wir freuen uns zumindest über 2,62 Millionen Euro. 168.000 Euro Prämie gezahlt. Steiner, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 3 ordentlich. Bayern München hat uns überholt. Wir sind punktgleich mit Augsburg. Union verliert 0-1 gegen Freiburg. Düsseldorf verliert 1-2 gegen Ingolstadt. Bayern gewinnt 2-1 gegen Regensburg. Hoffenheim verliert 0-1 gegen Magdeburg. Dresden gewinnt 3-2 gegen Gladbach. Würzburg verliert 0-2 gegen Mainz, Frankfurt verliert 1-4 gegen Augsburg, wir verlieren 1-3 gegen Kaiserslautern, Rostock verliert 0-1 gegen Wolfsburg. So, wir sind punktgleich mit Augsburg, dahinter Freiburg, Ingolstadt, Regensburg, ganz unten Rostock, Düsseldorf und Magdeburg. Kaiserslautern klettert 4 Plätze in der Tabelle. In der Torjägerliste immer noch Tahiri auf 1, in der Scorerliste Krüger auf 1, in der 11 des Tages niemand von uns. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. Ja, zumindest in der Euroleague lief es gut. Maximovic hat ein Leihgeschäft gefunden, das ist schön, können wir ihn auch erstmal für eine Weile abgeben. Wir spielen jetzt gegen Ingolstadt und Drachmann fällt tatsächlich 22 Wochen aus. Die Saison ist nicht komplett gelaufen, aber er ist erstmal eine Weile weg. Zwei Schwerverletzte mit Zwanberg und Drachmann, das ist ärgerlich. Wir haben 6,1 Millionen Euro verdient, haben über 66 Millionen auf dem Konto. Man ist mit mir nach wie vor hundertprozentig zufrieden, so Freikarten gibt's. Wir wollen die Tabellenführung zurück. Ah ja, Rotation. Der Keeper, der junge Keeper hat auch nicht gut gespielt, aber die meisten anderen haben auch nicht gut gespielt. Wir wollen das jetzt nicht an einzelnen Leuten festmachen. Wir trainieren mal hart die Kondition, machen einen Waldlauf. Die Freistöße müssen besser werden. Ins Einzeltraining geht mal da Silva. Machen wir ein bisschen Sprint. Tackling, Überzahlspiel, fremde Position, Flanken, Trainingsspiel. So, meine Damen und Herren, Einzelgespräche müssen geführt werden. Passiert dann auch, wenn man rotiert, dann verliert man halt auch mal. Geht die Welt nicht von unter. Wie gesagt, in der Bundesliga hat man mehr Gelegenheit, seine Fehler zu korrigieren, als im Pokalwettbewerb. Ogbu hat sich beim Einkaufen verletzt. Eine ansonsten sehr nette Omi hat ihn mit dem Einkaufswagen, ist ihm in die Hacken gefahren. Er kann die nächste Woche nicht spielen. Ja, ärgerlich. Danke, Omi. Aber auch das passiert. Aber sie ist jetzt ansonsten sehr nett. War keine Absicht. DFB-Pokal ohne uns. Aber die Auslosung gucke ich mir gleich trotzdem an. Die Ergebnisse auch mit Interesse. Wolfsburg verliert in der Verlängerung gegen Dresden. Zweitligist Bielefeld besiegt Erstligist Augsburg. Ingolstadt besiegt Viktoria in der Verlängerung. Zweitligist Münster besiegt Erstligist Freiburg im Elfmeterschießen. Zweitligist Burghausen besiegt Erstligist Würzburg. Gladbach besiegt Paderborn in der Verlängerung. Die Amateure verlieren alle. Heidenheim besiegt Bremen. Darmstadt besiegt Bayreuth im Elfmeterschießen.
Offenbach gewinnt in der Verlängerung gegen Meppen. Offenbach ist auch eine Pokalmannschaft, habe ich den Eindruck. So, Achtelfinale wird ausgelost. Hoffenheim mit einem Heimspiel gegen einen anderen Bundesligisten. Magdeburg, die uns rausgeschmissen haben, sind auch immer noch dabei. Offenbach mit einem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Heidenheim gegen Rostock. Münster spielt gegen Jahn Regensburg. Ingolstadt trifft auf Gladbach. Dresden muss ran gegen Union Berlin. Schalke, zweite Liga, gegen Arminia Bielefeld. Bayern München gegen Wacker Burghausen. Burghausen hat, glaube ich, schon mehrere Erstligisten rausgeschmissen. Jo, das ist das Achtelfinale. Wir wollen jetzt direkt in der Bundesliga zurück auf die Siegesstraße. Wadi hat mit Frauen ein neues Hobby. Das ist ein super Hobby. Das habe ich schon seit Jahrzehnten, auch wenn ich ja meistens, sage ich jetzt nichts weiter zu. Ich bin gegen Ingolstadt, aber es ist ein sehr gutes Hobby, sehr gutes Hobby. Der Augsburg könnte allerdings schon wieder spielen. Ich möchte aber kein Risiko gehen. Wadi spielt deshalb. In die Innenverteidigung. Mihai geht in die Innenverteidigung. Hier darf er ja mitspielen. Hatten wir nicht eine Verhandlung mit Maximovic anstehen? Hä, ist sie geplatzt? Stand doch hier Montag. Hat sich da kein, war da kein Leihgeschäft? Ist der Termin geplatzt? Nicht erschienen zum Termin oder was? Dann war doch für Montag angesetzt. Steht doch hier im Kalender. Ist einfach niemand gekommen. Sachen gibt's. So, Striso geht ins Tor zurück. Sissoko kommt zurück. Chavard spielt von Beginn an. Okpul nehme ich erstmal raus. Ja, Maximovic, was ist denn jetzt? Was war denn da jetzt? Naja, so, wir spielen gegen Ingolstadt. Die stehen auch ziemlich weit oben. Ausverkaufter Audi Sportpark, der fünfte gegen den zweiten. Ron Atkinson, ja, den, der kann uns mal besuchen beim Spiel gegen Chelsea. 2:1 tippt er auf Ingolstadt. Wir wollen nicht direkt die nächste Niederlage in der Bundesliga. So, Kork gegen Wadi lässt ihn mit einem simplen Trick aussteigen, kontrolliert den Ball, passt auf den Flügel. Martinez nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken. Und rutscht auf dem nassen Boden aus. Der Ball geht ins Aus. Dimzi Simni gegen Chavard. Der gewinnt den Zweikampf. So, gelbe Karte für Steiner nach einem Schubser. Und was passiert jetzt hier? Halbe Stunde rum. Wir gehen in Führung. Steikauf mit einem Eigentor. Auch das nehmen wir gerne. Kita Gava gegen Dos Santos. Er schaut, spielt auf rechts außen. Der Ball landet im Aus. Und das erste Eigentor in dieser Saison. So, wir führen 1-0 zur Halbzeit. Das ist gut. Es gibt ein Lob für Moore. We want Moore. Ja, ihr habt sie doch im Sack, da kann doch nichts mehr schief gehen. Jetzt nicht nachlassen. Offensive Gastgeber. Steikow sieht gelb. Gelb-rot direkt. Ja, Eigentor und gelb-rot. Der tut seiner Mannschaft hier heute keinen großen Gefallen. Kork jetzt hier gegen Steiner. Läuft ein paar Schritte mit dem Ball. Er spielt Richtung Mittelkreis. Wir hätten aktuell die Tabellenführung zurück. Aogo auf Kitagawa, passt an den Strafraum, Martinez bringt das Leder unter Kontrolle, spielt Richtung Mittelkreis, Aogo legt quer, Kitagawa legt auch quer, Aogo legt nochmal quer, 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 Kitagawa Richtung Mittelkreis, Leute, er tanzt Wadi aus, zieht vorbei, Kitagawa gegen Sissoko, Doppelpass mit Aogo und das führt zu nichts, indirekter Freistoß für uns. Von rechts, 19 Meter Torentfernung. Steiner läuft an, flankt auf den langen Pfosten. Da ist niemand. Gute Nacht, Abstoß. So, Stunde rum, wir führen 1-0. Wir haben ein klares Chancenplus. Für Mendes kommt einfach mal Udall hier rein in die Innenverteidigung. Gelbe Karte für Simon. Udall setzt sich gegen Kork durch. Schaut auf den rechten Flügel, der Pass ist zu ungenau, geht ins Aus. So, 20 Minuten noch für Chavard. Kommt mal Wirt rein.
Und Vardy mit dem ersten Saisontor, 2:0 Vorentscheidung. Steiner mit dem Assist. Dann kommt jetzt mal noch Vertainen für Simon, der hat gelb. So, bringen wir das über die Zeit. Steiner nochmal Richtung Strafraum. Bringt den Ball an der Strafraumecke unter Kontrolle, wird von Jimzy bedrängt und setzt sich energisch durch. Und wunderbare Flanke in den 5-Meter-Raum. Tahiri springt in den Ball hinein und erwischt ihn voll mit der Stirn und 2 Meter vorbei. Aber wir gewinnen 2:0, haben die Tabellenführung zurück. Alles bestens. So, mal wieder zu 0 gewonnen. 324.000 Euro Prämie gezahlt. Sissoko, der beste Spielerspiel, bekommt die Note 4. Naja, zurück auf Platz 1 an der Sonnenseite der Bundesliga. Regensburg verliert 0:1 gegen Würzburg. Magdeburg verliert 0:2 gegen Dresden. Augsburg gewinnt 3:1 gegen Rostock. Ingolstadt verliert 0:2 gegen uns. Freiburg spielt 1:1 gegen Bayern. Gladbach spielt 0:0 gegen Hoffenheim. Mainz verliert 0:1 gegen Union. Wolfsburg verliert 0:3 gegen Eintracht. Und Kaiserslautern gewinnt 1:0 gegen Düsseldorf. Kaiserslautern auf einmal schon auf Platz 10. Wir sind punktgleich mit Augsburg, Bayern fällt auf Platz 3, dahinter Freiburg, Frankfurt und Ingolstadt, auf den Abstiegsplätzen Rostock, Düsseldorf und Magdeburg. In der Torjägerliste Tahiri immer noch auf 1, Steiner auf 9, Ogbo auf 11. In der Scorerliste Steiner teilt sich Platz 1 mit Krüger. In der 11 des Tages Vardy, Mohr und Sissoko. Was ist das jetzt hier? Die Vorstandswahl? Das habe ich auch noch nicht erlebt in all meinen Jahren. Die Opposition wird hier doch deutlich gewählt mit 79%. Was hat das jetzt für mich zu bedeuten? Der jetzige Vorstand, der mir ja so wohl gesonnen ist, ist jetzt hier nicht mehr an der Macht? Oder was heißt das? Hat das für mich jetzt irgendwelche Konsequenzen? Und jetzt Maximovic, jetzt findet das Gespräch doch nochmal statt. Das Rückspiel in der Europa League. Was? Die Opposition mag mich nicht? Was soll das denn jetzt heißen? Was haben die denn für ein Problem mit mir? Bei Opposition einschleimen. Jetzt ist hier der Machtwechsel eingetreten. Jetzt will man mich doch vor die Tür setzen. Was haben die denn für ein Problem mit mir? Wir sind hier in der Bundesliga auf 1. Ich suche mal die Nein. Ey Leute, bei der jetzigen Opposition bin ich komplett beliebt. Und bei diesem Vorstand? Ey, fliege ich jetzt raus? Was haben die denn für ein Problem mit mir? Wir sind in der Euroleague gut dabei, wir sind in der Bundesliga auf 1. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das hier für ein politisches Spielchen? Jetzt fliege ich hier raus bei Dortmund wegen sowas. Boah. Das ist jetzt ein Schocker. Aber wir gucken uns jetzt erstmal ganz in Ruhe die Statistiken an. In der Heimtabelle auf 8, in der Auswärtstabelle auf 1. Was kann man denn jetzt mit mir für ein Problem haben? Ja gut, ich habe jahrzehntelang Leuten Argumente gegeben, aber es läuft doch gerade wirklich gut. Tabelle 1. Halbzeit Platz 3, Tabelle 2. Halbzeit auch Platz 3. In der zweiten Liga haben wir oben Leipzig, Schalke, Stuttgart, unten haben wir Ulm, HSV, Sandhausen, 1. FC Köln, Regionalliga Nord oben, Osnabrück und Kiel, unten haben wir Wuppertal, Wattenscheid, Bremen 2 und Norderstedt, Regionalliga Süd oben, Wiesbaden, Offenbach unten, Unterhaching, Aachen, FSV Frankfurt und Schalding-Heining. Jugendabteilung, A-Jugend, Bundesliga Platz 9, B-Jugend, dritte Liga Platz 1, wunderbar, C-Jugend, Bundesliga Platz 7, ausgeliehene Spieler, Khedira, ey, jetzt stehe ich kurz vor der Entlassung wegen sowas, das kann es ja wohl nicht sein, so, Khedira hat ein weiteres Spiel für Nürnberg bestritten, und Alpsoy ist für La Coruña noch nicht zum Einsatz gekommen. Wir haben 3,2 Millionen Euro verloren. Ja, und ich muss gucken, ob ich jetzt rausgeschmissen werde wegen sowas, wegen irgendwelchen politischen Spielchen hier. Aber wir spielen erstmal gegen Chelsea und schauen weiter. Einfach weiter gewinnen. Das kann es aber nicht sein. Naja, ich sehe Sie beim nächsten Mal. Wir müssen schauen, was dabei rauskommt. Lassen Sie gerne ein Abo da. Tschüss, bis bald. Wiedersehen.